möchte mit euch ein paar Wörter mit CK, mit dem K üben. Lies mal mit. Glocke. Glocke. Schneller. Glocke. Glocke. Das hier, wenn Büsche ganz eng zusammengewachsen sind und man nicht mehr durchgucken kann, dann nennt man das eine Hecke. 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 Hier siehst du ein Blatt Papier. Da wir ja jetzt in der Schule sind, kann ich das vormachen. Das ist ein Blatt Papier. Hier mache ich einen Knick hinein. Jetzt hat das Blatt Papier einen Knick. Das ist der Knick. Hier hat der Gegenstand ein Loch und da tropft das Wasser raus. Das ist ein Leck. Wenn eine Schüssel oder sonst was ein Loch hat und aus dem Loch kommt Wasser, dann nennt man das Leck. Das haben die Mädchen meistens oder Jungs auch, wenn die Haare so gedreht sind, das nennt man Locken. Locken. Dies hier, hinten am Hals, da vorne siehst du das Kinn, das Ohr, das ist der Nacken. Sprich mal mit. Nacken. Nacken. Eine österreichische Spezialität, das sind Nockerln. Sprich mal mit. Nockerln. Nockerln. Hier zwei Vögel, die picken. Die picken das Futter aus dem Futtervorrat. Die Eishockeyspieler, die spielen mit dem Puck. Das ist ein Puck. Die Scheibe, die Eishockeyspieler mit dem Schläger über das Eis schieben, nennt man Puck. Das tragen Frauen. Lies mal alleine. Richtig, Rock. Das ist ein schwieriges Wort. Hat zwei CK. Ruck, Sack. Ruck, Sack. Das braucht man beim Wandern. Dies hier ist nur ein genau, Sack. Das tragen die Frauen. Lies mal alleine. Schmuck. Schmuck. Sehr gut. Das tanzt draußen im Winter. Genau. Schneeflocken. Nochmal. Schneeflocken. Nochmal. Schneeflocken. Und das hast du wahrscheinlich an den Füßen. Die. Genau. Socken. Socken. Nun viel Spaß mit der Rückseite. Tschüss.